Lange Zeit wurde es etwas still um die Thematik, doch langsam kommt wieder etwas Fahrt rein. Finanztransaktionssteuer, kommt sie vielleicht schon 2018? Und vor allem, was ist von so einer Finanztransaktionssteuer überhaupt zu halten? Das sind nur zwei der Fragen, die ich jetzt besprechen müsste mit Lothar Binding. Er ist finanzpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag. Herr Binding, wie sehen Sie denn aktuell die Diskussion um eine solche Abgabe? Brauchen wir eine Finanztransaktionssteuer? Ja, wir haben ja in der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit von 11 europäischen Ländern jetzt nahezu eine Einigung erreicht. Wenn ich wir sage, macht das zunächst die Exekutive, also das unser Finanzministerium mit den anderen Exekutivorganen anderer Länder. Und es sieht jetzt so aus, als ob die Franzosen und die Engländer, die ja unterschiedliche Derivate besteuern, jetzt doch auf dem Einigkeitsweg sind, sodass vielleicht schon in wenigen Wochen das zum Abschluss kommt. Und wir hoffen natürlich darauf, dass die Steuer dann ab 2018 eingeführt wird. Und ich bin auch für die Steuer, weil wir dann hohes fiskalisches Interesse haben, letztendlich zur Armutsbekämpfung. Und wir glauben auch, dass sie im Markt vielleicht am Hochgeschwindigkeitshandel ein klein wenig moderiert. Aber wir wissen natürlich, dass solche Steuern eingepreist werden und deshalb keinen ganz starken regulierenden Effekt haben wird. Aber immerhin vielleicht einen kleinen, der zum Wohle des Marktes ist. Stichwort Armutsbekämpfung, was Sie eben angesprochen haben. Kritiker dieser Steuer meinen, dass eine solche Steuer unter anderem eben auch die Renten der Bürger belasten könnte. Sehen Sie das ähnlich? Ich habe vielleicht eine ironische und fachlich nicht ganz korrekte Antwort. Also wenn Sie 20.000 Riester-Verträge am Tag kaufen, dann hätten Sie ein Problem. Es ist natürlich so, dass auch Geldsammelstellen, die mit Riester-Sparguthaben umgehen, sich am Hochgeschwindigkeitsmarkt, am Fondsmarkt und so weiter engagieren. Ich glaube aber, dass wenn jemand mit meinem Riester-Groschen so umgeht, dass er im Millisekundenbereich damit am Hochfrequenzhandel teilnehmen muss, dann müsste sich derjenige überlegen, ob das in meinem Sinne ist. Ich glaube, wenn der insgesamt sich zu langsameren Anlageformen durchringt, könnte das so für die Stabilität meiner Altersvorsorge besser sein. Bleiben wir beim Thema Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente wird vielen Menschen nicht mehr reichen. Klassische Vorsorgeinstrumente sind angesichts der Nullzinspolitik ebenfalls nur sehr bedingt attraktiv. Müssten vor diesem Hintergrund nicht vielmehr die Zugangsbarrieren an den Finanzmarkt gelockert werden, gerade auch für Menschen mit etwas geringerem Einkommen? Ich habe keine einfache Antwort, weil einerseits würde ich gerne sagen, ja, das muss gelockert werden, weil dann die Gewinnerwartung, möglicherweise ja auch die Erträge höher sind. Aber Sie wissen, höhere Gewinnerwartung ist mit höherem Risiko verbunden. Und wer unterschreibt mir, dass ausgerechnet bei meiner Altersvorsorge das Risiko nicht eintritt? Und wenn es eintritt, stehe ich schlechter da als zuvor. Also meine zusammenfassende Antwort ist, wir müssen die erste Säule, den Generationenvertrag stärken. Was heißt, es muss gute Arbeit künftig geben, damit die nachfolgende Generation auch die dann Alten finanzieren kann. Das ist die eine Hälfte. Und ergänzend wäre ich Ihrer Meinung zu sagen, wer dann meint, der hat ein bisschen was übrig, der kann auch risikoreicher anlegen, in der Hoffnung, es geht ihm später besser. Aber wohlwissend, wenn es schief geht, kann er trotzdem gut überleben. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Altersvorsorge aus? Ich denke, im Generationenvertrag haben wir ein Grundmodell, das wirklich gut funktioniert. Die Jungen bezahlen jeweils für die Alten. Und dann brauche ich auch letztendlich keine Kaufkraft zu sichern für die Zukunft. Denn alles, was ich heute spare, ist ja nicht gesichert, dass es in der Zukunft die Kaufkraft hat. Insofern denke ich, wir brauchen ein Drei-Säulen-System, eine ganz starke Säule im Generationenvertrag, in der betrieblichen Altersvorsorge eine gewisse Ergänzung, die ja auch nicht alle erreicht leider, und in der dritten Säule die private Vorsorge, und dort können auch Kapitalanlageprodukte eine Rolle spielen, aber in der Reihenfolge und auch im Grunde mit der Risikogewichtung, weil ich glaube, im Generationenvertrag gilt das Versprechen zwischen den Generationen am stärksten. Heute, am heutigen Tag, dreht sich alles um Regulierung. Deshalb noch eine philosophische Frage. Auf Ihrer Homepage sprechen Sie die Idee einer gerechteren Gesellschaft an. Was kann denn die Finanzpolitik zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen? Na gut, wir haben einmal das große Thema der Steuerpolitik, dass wir eine progressive Steuer in der Einkommensteuer haben. Die ist in der Tendenz schon gerecht. Vielleicht könnten die Leute, die ganz viel verdienen, sogar noch ein bisschen mehr abgeben für den Staat, um bei denen, die weniger haben, ein bisschen was zu sparen. Das Zweite ist natürlich, dass wir eine ordentliche Regulierung brauchen, weil wir haben die Erfahrung gemacht, die Krisen bisher wurden ja nicht
von der Hausfrau gemacht, sondern auch nicht vom Hausmann, sondern die wurden ja von Fachleuten letztendlich organisiert, ohne dass sie das wollten. Aber durch ihre Art der Organisation gab es Klumpenrisiken in Banken, in Versicherungen. Und das hat halt letztendlich eine weltweite Bankenkrise verursacht. Deshalb glaube ich, wir brauchen eine geschickte Regulierung, aber ohne, um heute im Bild zu bleiben, ohne überzuregulieren. Denn dann wirkt eine Regulierung strangulierend und das wollen wir natürlich nicht, weil der Geldfluss muss funktionieren, damit wir Wirtschaftswachstum haben, wirtschaftliche Entwicklung, letztendlich Arbeitsplätze schaffen. Und das steht bei uns eigentlich immer im Mittelpunkt. Es hat nun bereits zweimal geläutet. Der Saal füllt sich schon wieder. Entsprechend müssen wir leider an dieser Stelle aufhören. Also perfekt. Das war Lothar Binning, finanzpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch.